Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Multiplayer. Heute Zufall gegen Zufall angesagt. Das gefällt mir doch. Vorhin mal privat ein bisschen gelernt, da habe ich eigentlich nur auf Terraner gestoßen. Das finde ich sehr, sehr blöd. Deshalb finde ich es mal schön, jetzt was anderes zu sehen hier für die Aufnahme. Das ist doch klasse. So, ZVP offensichtlich. Das hier richtig sehe. Wir sind hier auf der erneuerten Blood Bowl-Version unterwegs. Kochendes Blut zu Deutsch. Wo hier die blauen Mineralien sind. Okay, gegen den Protoss. Können wir eigentlich mal hier exen? Kann natürlich auch sein, dass er kein Protoss ist. Für diesen Fall scouten wir mal. Sollte man ja schon wissen. Ist jetzt für Zerg eigentlich relativ irrelevant. Wobei ZVZ. Mit dem Stil, den ich jetzt quasi eröffne. Wobei auch das geht. Auch im ZVZ kannst du das spielen. Ist halt gegen Early Pool ein bisschen blöd. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt hier die Drohne nach vorne schicken. Dann ist eigentlich fast noch blöder. Aber ansonsten kann man eigentlich als Zerg gegen alle Rassen gleich eröffnen. Was war das? Haben wir nicht gesehen. Also, vermutlich ein Scout. Aber was für einer haben wir leider nicht gesehen. Ich baue mal hier so hin. Ich habe ein bisschen Angst vor einem Cannon Rush. Gucken wir mal nach. Brauchen wir aber nicht. Kann mich nicht Cannon rushen. Das scheint ein zweites Gate zu sein, was er dort spielt. Weil was anderes kann das nicht sein. Ja, wir klauen ihm das zweite Gas. Ich glaube, das ist sinnvoll sein, selbst wenn er hier Ex hatte, dann wenig Gas aktuell zur Verfügung. So, also es kann natürlich sein, dass er jetzt eine Forge nachgezogen hat. Als dieses Gebäude. Ne, ist aber der Cybernetic Score. Geht einfach an das zwei Gateways. Alles klar. Damit wissen wir ja komplett Bescheid, was da los ist. Vielleicht blockt er hier mir meine Exe. Das müssten wir mal eben einmal kurz checken. Auch das ist nicht der Fall. Und die nochmal glatt bauen. So, Linkspeed. Ein Overlord und dann wird jetzt gedroht. Weil wir auch ein bisschen uns darauf einstellen müssen, hier können natürlich gleich die ersten Adepten kommen. Für die brauchen wir mal zumindest 6 Linge. Ich glaube, 6 Linge wären, glaube ich, nicht schlecht. Die brauchen wir nochmal vorher. Mothership Core. Das Gas zurückzunehmen. So. Machen wir das hier auf. Aber von hier bitte. Haben wir schon irgendwelche anderen Einheiten hier? Nö. Gas an der Natural genommen. Nexus war noch nicht fertig. So, beide tot. Die Evolution hier ist gerade eben fertig geworden. So, wir sehen schon mal, dass ich wieder mit meinem Inject sehr, sehr sloppy war. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Das sollte man nämlich nie sein. Wir brauchen mehr Mineralien. Geht nicht. Und gegen einen Protoss wollen wir möglichst früh den Leertech haben. Fleißig weiter Drohnen. Okay, das war so eigentlich nicht geplant. Ovi Lordi, warum bist du so blöd geflogen hier? Will ich noch retten? Vermutlich nicht. Das heißt, die müssen wir direkt wieder nachbauen, weil ich da nicht aufgepasst habe. So, und wir spielen gegen den Protoss, das heißt Safety Spores. An jede Base. So. Gegen Protoss ist das immer gut, das zu machen. Geht nicht.
Dafür brauchen wir mehr mit. Wir brauchen mehr. So, schön nochmal weiter Drohnen. Drittes Gas nehmen, Hydrogen nehmen. Nehmen wir hier nochmal Drohnen. Und holen uns jetzt die ersten Roaches. Wir brauchen mehr Mineralien. Probieren es zumindest. Uns fehlt Energie. Uns fehlen Mineralien. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. So. Wir brauchen mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Noch nichts von ihm gesehen. Eigentlich müsste, also das heißt, er hat noch keine dritte. Und, also da ist hier durchaus die Gefahr, dass der Push gleich kommt. Jetzt bräuchten wir übrigens mehr Gas dringend. Ich will eigentlich nicht weiter drohen gerade. Solange wir hier noch immer die Gefahr eines Angriffs haben. Hier kann man übrigens von oben angreifen. Haben sich auf Reddit schon die Geister drüber gestritten, ob das jetzt bewusst ist. Also sinnvoll, dass das so ist. Oder ob das ein Bug ist. Da war man sich nicht so ganz einig. Was kommt, warum kommt denn jetzt hier kein Push eigentlich? Komm, wir müssen noch einmal ein paar Drohnen reinhauen. Das hilft alles nichts. Wir sind eigentlich hier ganz gut aufgebaut mit einer Armee. Und sollten jetzt gleich nur noch Einheiten bauen. Sagte er und baute eine dritte Base, eine vierte Base. Aber das liegt auch daran, dass ich Supply Block bin. Da kommt der Push. Genau in meinem Supply Block drin übrigens. So, die hätte ich tatsächlich ganz gerne noch. Aber wenn wir wohl nicht kriegen. Wäre ganz nice, wenn wir hier. Ja, easy. Wir haben jetzt nicht mehr so viel, was in die Luft schießt, aber jetzt kommen die Reinforcements. Cosmetic Alignment hilft überhaupt nichts gegen Hydras. Ja, und damit dürfte das Game sein. Keine Natural Expansion. Keine vierte Base, natürlich Natural Expansion hat er natürlich schon. So, das Einzige, was wir nicht haben, ist, ja, es wird wohl nicht mehr durchkommen. Was wir nicht haben, ist hier Evolution Chambers. Da sind Evolution Chambers. Sollten wir mal schleunigst ändern. So, und dann können wir eigentlich jetzt fast schon pushen gleich. Wir haben Roach Speed, wir haben Hydra Speed. Ja, komm. Gönnen wir uns jetzt nochmal ein paar Drohnen. Hier ist ja keine Goldbase mehr. Das heißt, wir brauchen da noch tatsächlich noch ein paar mehr. Aber ich denke, wir sollten jetzt auch einfach gleich pushen, weil er wird jetzt auf Carry attacken. Im Verzweiflungsmove. Und wir sollten ihm auf jeden Fall gleich versuchen, daran zu hindern, seine vierte Base zu nehmen. Uns fehlt Energie. Wir brauchen mehr Mineralien. So. Ob ich die Lurker gleich nutze, weiß ich selber noch nicht. Aber ich wollte mir zumindest die Möglichkeit offen halten. Zack. Was macht ihr denn hier eigentlich alle? So, ich würde ganz gerne. Ja, maxen kann ich nicht, weil ich schon wieder gefailt habe. Da habe ich auch gerade gefailt. Ich fail manchmal so viel. Das sollte man nicht tun. So, wir pushen mal. Normalerweise hätte ich jetzt gesagt, wir pushen jetzt in Richtung Goldbase des Gegners, aber die ist ja nicht mehr da. Schon erwähnt. Was ich gerne auch hätte, wäre jetzt aus den verbleibenden Roaches hier noch ein paar Ravager zu morphen. Das halte ich doch für sinnvoll. Denn er hat. Er und gegen er sind Biles ganz nett in Kombination mit den Hydras. So. Dafür fehlt uns Vespingas.
hier schön Eco mitnehmen. Deine Truppen werden angegriffen. Ich muss natürlich jetzt die ganze Zeit auch mit vor 1-1. Ein bisschen ärgerlich. Santas Fokusfeuer hier immer auf unsere Overs hier. Das macht mich ein bisschen suspicious hier. Ja, greift erstmal die Rocks an, das finde ich gut. GG! Episch Space, das kann ich nicht sagen. Aber der Push war einfach zu spät. Der hätte früher kommen müssen, für das, was er hatte. Und Void Race auf dieser Map zu pushen, ist sowieso eine schwierige Geschichte. Das Problem ist halt, dass man an der Natural nur ein Gas hat. Und dann habe ich ihm in der Main ja auch nur das Gas am Anfang, was habe ich da heute mit meinem Glas? Das Gas am Anfang geblockt, sodass er noch weniger Gas hatte. Und das hat natürlich dann seine Void-Reproduktion stark eingeschränkt. Mit den Zealots hat er es versucht zu kompensieren, war auch die richtige Idee dabei natürlich. Aber der Push hätte einfach früher kommen müssen. Das war zu spät, aber das war schön für mich, denn das heißt, die Folge wurde gewonnen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf nächste Folge klicken. Unten rechts war ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.